Und damit hallo und herzlich willkommen zur Champions A-League. Wir sind in Kyalami gelandet, die größte Rennstrecke Südafrikas. Und heute messen sich wieder die besten Fahrer der Community, präsentiert von VRC. Und es war ein wildes Rennen, es war ein spannendes Rennen mit tollen Überholmanövern und einem Altmeister, der alles gegeben hat. Eine Stunde Racing. Leandro Schäfer war der Schnellste im Qualifying, dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Riley Phillips. Die beiden Pedal-Up E-Sports Piloten auf 1 und 2. Direkt gefolgt vom Altmeister Mark Plegge, der heute das Podium hier komplettiert. Schöne Double File haben wir hier und dann schauen wir mal. Hoffentlich bleibt's clean beim Start. Die Ampel ist noch rot. Und grün, 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 grün. Los geht's. Die Champions A-League ist eröffnet. Oh, das Feld fächert sich wieder extrem breit auf. Pavel Bier in der Innenseite versucht da gleich Position gut zu machen. Oh, leichter Lockup. Und ich glaube, Raphael wurde da auch sehr weit nach außen gedrückt. Also ganz sauber war es nicht, aber deutlich sauberer als zuletzt. Oh, und Blacky hat da ein paar Probleme über die Außen. Oh ja, und da gab es auch Dreher hinten im Feld. Also, da hat es auf jeden Fall geknallt. Und Lukas Möllmann hat es auch erwischt. Aber vorne haben wir noch die üblichen Verdächtigen. Leandro Schäfer, Pavel Bier, Raphael Rodriguez. Die haben das allesamt sehr, sehr gut gemacht. Die Frage ist, wo ist Riley Phillips? Der ist zurückgefallen auf die 10. Und auch Mark Plegge hat den Start mal wieder nicht überlebt. P12, also ich nehme alles zurück. Es gab auch dieses Mal wieder einige Wehwehchen. Plegge gegen Raab, jetzt hier auch gleich ein gutes Duell. Side by side, Plegge kriegt die Innenseite, aber Raab steckt nicht zurück. Behält die Position und bleibt erstmal auf P11. Und Mark wird da ackern müssen, wenn er vorbei möchte. Und Jörg haut jetzt seinen Prime-Sub raus. Geiler Typ, 7 Monate. Aber hier haben wir jetzt gerade keine Einblendungen in der A-League. Und Davide wird aufgefressen von Mark in der ersten Kurve. Und Riley geht auch vorbei. Also Davide weiß, wo sein Platz ist. Versucht es erst gar nicht, hier groß mitzuhalten mit den Big Boys. Mark wieder zurück auf der 7. Fährt bislang ein starkes Rennen. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt hat er Probleme, weil jetzt ist der Rabinator da. Nimmt sich die Innenseite. Das sollte doch passen, wenn er sich nicht verbremst. Oh, kriegt die Kurve aber gerade noch so. Und muss die Position wieder abgeben. Vorne an der Spitze ist es Leandro, der hier mittlerweile gar nichts mehr anbrennen lässt. 4,4 Sekunden Vorsprung auf P2 auf Raphael Rodriguez. Und auf Startziel könnte das dann schon zu einem Manöver kommen. Riley ist auch sehr dicht dran. Stoßstangen kuscheln zwischen den beiden. Side by side in die T1 rein. Mark spät auf der Bremse. Macht das aber gut. Aber Marco verliert das Heck beim Anbremsen. Marco verliert das Heck beim Anbremsen. Kann den Fehler schnell wieder abfangen. Aber verliert 2 Positionen und fällt zurück auf die 8. Aber auch hier zwischen Raab und De Filippis ist es spannend. Deswegen gehen wir jetzt lieber da drauf. Battle um P8 dann eben doch nochmal eine Ecke bedeutsamer als der Kampf um P14. So, wie sieht's aus bei Raab? Da ist er. Und auch Marco lässt die Innenseite komplett verwaist. Und das ist einfach ein sträflicher Anfängerfehler. So kannst du dich nur verhalten, wenn du dich überholen lassen willst. Da bräuchte es halt jetzt immer die Sofortwiederholung, die man nochmal einspielen kann. Vielleicht nächste Saison. Oh, da gab's einen kleinen Verbremser beim Wagen in Grün. Und jetzt ist Mark side by side, hat die Innenseite den Berg nach oben. Und das sieht so aus, als würde Mark vorbeigehen. Aber Riley, der ist jetzt hier auf der schlechteren Seite. Oh, mit vollem Risiko versucht das außenrum, aber Raphael hält erstmal P6. Die beiden wieder side by side. Oh, ist das spannend. Jetzt hat Riley die Innenseite und kann vorbeigehen. Zurück auf der 6, Riley Phillips und Raphael von 2 auf 7 innerhalb von einer Runde. Musste auch erstmal schaffen. P7.
Spiri mittlerweile 10 Sekunden hinter Leandro. Also niemand kann Leandros Pace gehen. Auch wenn Spiri jetzt auch eine 22.78 gefahren ist, was sehr schnell ist. Aber trotzdem 10 Sekunden Rückstand. Die fährst du nicht mehr so einfach zu. Weil der gilt auch mal für ein richtig aggressives Play. So, und die Lücke zwischen Plegge und Kramke, die ist jetzt nicht mehr da. Und Plegge versucht es außenrum. Schön verteidigt von Kramke, wenn er den gut gehalten bekommt. Innenrum, ja. Weil Plegge dann da nicht voll durchbeschleunigen kann beim Exit. Ihr seht es an der Lücke, die sich da jetzt geformt hat zu Philips. Tolles Manöver von Plegge. Steckt die Nase innen rein. Und Philips jetzt in der Pole Position, kriegt die Innenseite. Kramke bleibt auf dem Gas. Lässt sich da gar nicht beirren. Und Plegge könnte dadurch jetzt eine Position verloren haben. So ist es. Philips vorbei auf die 5. Kramke wirklich toll verteidigt. Mit viel Mut durch die Kurven gegangen. Während Spiri 24-2 gefahren ist. Hat ein bisschen geschwächelt letzte Runde. Und Plegge. Plegge kommt für den frühen Boxenstopp. Genauso wie Raab, der ist jetzt auch schon drin. Nach 36 Minuten übrig. Jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger hier im Rennen. Raab hinter Lamperty. Ich darf nicht auf diesen Florian Raab rüberschalten. Sobald er seinen Namen hört, kommt bei ihm das Heck. Dann schalten wir doch wieder nach vorne. Die Lücke ist ja jetzt schon wieder passé. Ja, kleine Mikrolags, da ist es natürlich schwierig, die Linie zu halten und ein sauberes Manöver zu setzen. Philips nimmt sich die Außenseite, während Samuel versucht zu verteidigen, hat aber gar nicht genügend Exit und Riley ist vorbei. Nächstes Manöver mit noch mehr als die Hälfte zu gehen hier ist Riley Philips zurück in den Top 3. Und sogar der Abstand auf Spiri wird immer kleiner. Das sind jetzt schon nur noch 6 Sekunden. Also Spiri muss auch nochmal in den Rückspiegel schauen in diesem Rennen. Ganz einfach diesen zweiten Platz heimzufahren, wird das auf gar keinen Fall. Wenn Marcel an die Box kommt, wird Blackie da mindestens mal die Position gut machen. Und ich glaube auch andere könnte er überholen bei einem Boxenstopp. Und da kommt Luca rein. Boah, hat sich da dick verbremst und rollt in die Bande. Wo ist seine Pitbox? Relativ weit vorne für ihn. Rollt er noch ein bisschen. Stand nicht richtig. Ich hoffe, sein Boxenstopp läuft jetzt ab. Fällt hinter Möllmann auf jeden Fall. Da kommt Marc. Der wird auch vorbeigehen an Luca Kramke. Der ja da vorne jetzt gleich noch den Boxenstopp absetzen muss. Oder die Strafe absetzen muss. Wie sieht's aus mit Raab? Der kommt jetzt auch hier schon um das Rondell. Und wir schauen auf Kramke, das steht seine 10 Sekunden ab. Das sieht gut aus. Hoffentlich hält es sich an alle Vorgaben. Die Boulder jetzt auf der 6. Bleibt aber vor Plegge. Und zwar deutlich. 5 Sekunden. Waren die nicht vorher schon fast im Zweikampf? Also Samuel scheint alles richtig gemacht zu haben mit seinem Boxenstopp. Rodriguez fährt schon wieder los. Oh, schafft er den Undercut gegen seinen Teamkollegen, gegen Samuel. Das wird eng. Samuel ist hauchzart vorne. Und Raphael bleibt hinter ihm. Aber Marc hat Position verloren. Der frühe Boxenstopp hat sich nicht ausgezahlt. Trotz, dass die Zeiten gut waren. Weil die Stehzeit einfach zu lange ist, geht man früh in die Box. Und die müssen sich jetzt einig werden, weil dahinter kommt ein Marc Plegge, der hier auf einer Mission ist. Und Raab hat auf jeden Fall nochmal einen Wackler drin. Der ist auf einmal 15,5 Sekunden hinter Marc. Und Spiri fährt hier wirklich einen heißen Zahn, aber das reicht nicht. Das sind 6 Zehntel, die ihm da fehlen. Mit dieser 22,6. Oh, da könnte es schon kommen, das Manöver. Kleiner Fehler von Bier. Philips side by side, außenrum. Schwer, das durchzuziehen. Bier macht das alles genau richtig. Und Bier kommt in die Box. Das ist wahrscheinlich das Beste, was er machen kann. Undercut setzen. Gucken, dass er Riley vor sich halten kann mit dem frischeren Geläuf. Und wir können jetzt auf Marc springen. Und Raphael hat Wort gehalten.
22,8 zu 23,3, was Samuel fährt. Also Raphael zieht tatsächlich ein bisschen davon. Aber das ist schon Wahnsinn. So, jetzt vielleicht Innenseite. Marc bekommt sie. Samuel, die beiden sind Side by Side. Marc macht das richtig gut. Wirft ein bisschen die Tür zu für Samuel, aber alles fair square. Tolles Manöver und Marc ist zurück auf der 6. Versucht da jetzt die Pace mitzugehen und Riley müsste, genau, in die Box kommen. Da ist er auch schon. Leandro ist wieder Erster, führt das Rennen wieder an. Und wenn hier nichts mehr wirklich schief geht, sollte er das Rennen auch gewinnen. So, die Frage ist, was ist mit Bier? Boah, ist der weit hinten. Mann, ist der weit weg. Das ist nicht besonders weit weg. Oh, und Bier mit dem Fehler. Und jetzt ist es auf einmal nur noch eine halbe Sekunde. Da kommt sie, die späte Alig-Drama. 20.15 Uhr einschalten. Ist tatsächlich fast 20.15 Uhr. Jetzt beginnt die Telenovela. Ich hoffe, ihr habt die Taschentücher bereit. Denn hier könnte vielleicht das ein oder andere Tränchen fließen. Raphael gegen Pavel Bier. Ich kann es euch nicht sagen, was da gerade passiert ist. Ich habe die Perspektive gewechselt. Auf einmal... Oh, Raphael versucht und verbremst sich. Und zwar Big Deal. Und auf einmal ist Marc wieder dran. Eine Sekunde. Und Marc fährt gerade 22,4. Nur so zum Hinweis. Jetzt haben wir wirklich noch einen Dreikampf. Holla die Waldfee. Fokussieren wir uns stattdessen auf diesen Dreikampf. Wer holt sich P3? Leandro wird dieses Rennen gewinnen. Da lege ich mich jetzt fest. Riley wird auf jeden Fall Zweiter werden. Und zwar mit weitem Abstand vor diesen Dreien. Aber der Kampf um Platz 3, der ist eröffnet. Und ich habe es euch prophezeit. Ich habe auch gesagt, Leandro, ich habe eher gesagt, Riley wird gewinnen. Hatte aber Probleme in T1, so wie Raphael gerade hier. Kleiner Verbremser hat jetzt Marc am Heck. Der die Kurve nicht kriegt, aber Raphael geht ein bisschen weit. Und Pavel Bier ist der Nutznießer aus dieser Situation. Über eine Sekunde Abstand gewonnen. Und Raphael, der guckt jetzt in seinen Rückspiegel. 0,3. Und Bier muss die Defensivlinie fahren, damit er den Angriff innen nicht bekommt. Muss jetzt aufpassen, dass es nicht den Switcheroo gibt. Leandro in der letzten Runde. Und die drei machen das jetzt hier unter sich aus. Wer auf 3 heimfährt, ich würde Spiri so gönnen, dass er endlich mal ein gutes Ergebnis hier heimfahren kann. Aber Raphael mit dem besseren Exit. Marc ist auch dran. Und jetzt wird es sich entscheiden wahrscheinlich schon, wer hier auf Position 3 fährt. Oh, Marc probiert da was. Kriegt's gehalten und was ein Manöver. Unfassbares Ding von Marc Plegge auf der Bremse. So fährt ein A-League-Champion, meine Freunde. P4 für Marc. Und Biri, der hat jetzt hier gerade 2 Liter Wasser rausgeschwitzt, als er das gesehen hat im Rückspiegel. Was ein Ding. Aber noch nicht vorbei, noch nicht vorbei. Wir schauen doch nochmal kurz zu Raab rüber, der nochmal nah dran ist. An Lukas Möllmann wird es aber nicht schaffen. Und Leandro geht über Startziel mit der schnellsten Rennrunde. 21,6 gewinnt dieses Rennen. Und Riley, dem wird P2 hier auch nicht mehr zu nehmen sein. Aber wir müssen das hier jetzt nochmal verfolgen in der letzten Runde. Pavel Bier gegen Marc Plegge, gegen Raphael Rodriguez. Und Raphael wird natürlich jetzt nochmal was probieren in die letzte richtige Bremszone rein. Klar, du kannst auch in der letzten Kurve nochmal ein kleines Manöver probieren. Ist aber deutlich schwieriger. Und Bier macht das stark, Bier macht das gut, er macht das ganz ruhig und er hält hier die dritte Position. Noch einmal durch den schnellen Knick, letzte Kurve, nochmal sauber einlenken, den Exit einigermaßen treffen, dass Plegge keine Chance hat. Oh, das wird nochmal knapp, aber Bier macht's und holt das Podium heim für Champion Racing und das freut mich für ihn, dass er sich endlich mal belohnen kann in einem Rennen, aber richtig stark gefahren von Marc Plegge, der nie aufgesteckt hat und hier ein tolles Rennen gefahren ist, das beste Überholmanöver des Tages auch gebracht hat gegen Raphael, der die Position am Ende ganz knapp in der letzten Runde noch verloren hat, wird am Ende Sechster. Was ein Rennen, tolles Ding und die Champions A-League hat mal wieder gezeigt, dass sie hier eine richtig, richtig geile Liga ist.